man merkt es ja auch daran, dass da einiges hereingetragen wird, ja, in diese Ausstellung über diese drei kleinen Plattformen, die da verschieden gefärbt sind. Und ich habe gemerkt, wenn ich hier reinkomme, dann verändert sich das immer. Tags sieht das anders aus als in der Nacht. Plötzlich in der Nacht sieht man das ganz anders, wenn man von draußen reinschaut. Und es könnte ja auch noch so sein, dass da in diesem Zeitprozess der 15 Wochen etwas kommt, was wir noch gar nicht wissen. Ja? Dass da etwas Zukünftiges ist, von dem wir jetzt im Moment nicht wissen, was es sein wird. Aber mich würde interessieren, wie ist das eigentlich, wenn zu dir jemand kommt, der jetzt als neugieriger Besucher, als von Kunst völlig unbeleckter Mensch zu dir hereinkommt. Was nimmt der eigentlich wahr? Wie äußert der sich? Magst du darüber was sagen? Ja, jetzt in der Galerie oder hier im Atelier? Nein, hier im Atelier. Also in deinem Lebens- und Kunstzusammenhang. Ja, gut. Also es ist ja schon so, dass ich hier auch sowohl meine Kunst mache, als auch hier sozusagen hause, behaust bin und auch lebe und wohne. Die Bilder, die jetzt überall sowohl im Flur als auch in den einzelnen Räumen aufgestellt sind, die sind etwas, was übrig geblieben ist aus meiner Tätigkeit. So würde ich das einfach jetzt mal kurz sagen. Und wenn da jemand kommt und hereinkommt, dann ist der natürlich erstmal auch durch den Eingang, wo auch überall Bilder hängen, will er fast, wie soll ich sagen, nicht gerade die Flucht ergreifen, aber er will weiter rein ins Haus und ins Atelier. Das wird gesucht, das Atelier. Ich muss ihn also darauf aufmerksam machen, dass da schon im Eingangsbereich alles so eingerichtet ist, dass er sozusagen von meiner Kunst empfangen wird. Und da muss ich dann immer die Leute kurz stoppen, aufmerksam machen auf die Dinge, die da vorhanden sind. Und dann gibt es da eine besondere Situation, wo etwas auf dem Boden liegt, ist mit einer 2 goldenen Tafeln verbunden. Und da bitte ich die Leute immer drauf zu treten. Ich sage dann immer, das ist ein Tretbild. Das ist extra dafür gemacht, dass man da drauf tritt, um sozusagen die beiden goldenen Tafeln im Zusammenhang zu erleben. Und das können sich die Leute dann gut anhören, weil ich merke, wenn ich die einfach da so gehen lasse und gucken lasse, dass sie oft natürlich etwas ratlos sind. Weil die Bilder, die hier so hängen, die scheinen nicht alle von einem Guss und einer Art zu sein. Das hängt natürlich auch mit meiner irren Vielseitigkeit in Anführungszeichen zusammen, weil ich alles, was ich mache, auf etwas geht, was im Moment sozusagen da im Entstehen ist. Und das sind Vielfältigkeiten und haben nicht eine Einheitlichkeit, wie zum Beispiel bei Picasso oder bei Gerhard Richter oder was weiß ich bei wem, wo man immer wieder erkennt, ah ja, hier, da haben wir einen Richter, da haben wir einen Picasso und so weiter. Das ist hier nicht so unbedingt der Fall, weil ich viel ausprobiere. Ja. Ja? Aber ist das nicht eigentlich gerade ein Charakteristikum von dir, dass du diese Vielseitigkeit hast? Und man erlebt ja im Atelier dann, wie soll man sagen, verschiedene Ablagerungen. Ja. Ja? Ablagerungen, die für dich eine bestimmte Bedeutung haben, die in deinem Arbeitszusammenhang Relevanz haben. Ja? Also ist es eigentlich ganz folgerichtig, dass du so arbeitest, wie du arbeitest. Ich bin schon als Künstler geboren worden. Das scheint natürlich irgendwie eine gewisse Ironie in sich zu haben. Ein bisschen frech scheint es zu sein. Ja, 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 natürlich. Aber als Kind ist man das, auf jeden Fall. Es ist natürlich dann, wenn du älter wirst, verliert sich das und du musst das wieder aufgreifen können. Und ich habe
zwei fantastische Lehrer gehabt in meinem Leben, denen ich so unendlich dankbar bin. Dem einen, dem musste ich eine Zeit lang nasse Schwämme ab und zu an den Kopf werfen, bis er mir zeigte, wie man Porträts zeichnet. Und ab dem Moment habe ich nur noch Porträts gezeichnet von meinen Mitschülern und anderen Dingen. Und das hat mich an die Akademie geführt, zum Beuys, der da diese Mappe sich da anguckte und sagte, hier, da geht's auch weiter. Die Natur ist wichtig, dass man die kennenlernt. Ja, aber was hat das jetzt mit meinem Künstlertum zu tun? Ich weiß es nicht, ob ich Künstler bin oder nicht. Es ist etwas, was ich tun will, aus meinem eigenen Antrieb heraus. Etwas in Bewegung setzen, was ich finde, was ich sehe, was ich habe, was ich machen möchte. Und wenn ich etwas tue, dann lasse ich mich immer von dem, was ich in den Händen habe, ich muss es immer auch ein bisschen fühlen. Insofern bin ich also nicht nur malerisch tätig, sondern ich bin auch plastisch tätig an dem ganzen Vorgang. Ja, also weil es ist etwas, was auch in den Raum hineingreift. Und wenn man diese Dinge zusammensieht, dann merkt man das vielleicht auch ein bisschen, dass das raumgreifende Dinge sind, die mich da in Bewegung, in Gang gesetzt haben. Und es ist, ich bin eigentlich nicht ständig dabei, so etwas zu tun. Aber wenn ich da die Materialien habe, dann ist es wie ein Strom, der mich dann nicht mehr loslässt, in dem ich folgen will und muss. Und dann ist etwas, was immer wieder bei diesen Dingen passiert. Man schaut sich die ja irgendwie dann irgendwo auch an. Aber ich habe irgendwann den Eindruck, da kommt etwas auf mich zu. Das ist nicht immer so, aber da kommt auf mich etwas zu und das wird dann manifest. Ich muss es aber, weil es manchmal zu schön ist, wieder zerstören. Und dieses Zerstören, das erfordert dann wieder einen neuen Aufbau. Es ist wie eine neue Geburt von etwas, was da auf mich zugekommen ist. Und dann ist es manchmal auch gut. Oder? Ich drehe das Bild um und male es auf der Rückseite weiter. Das passiert dann auch schon mal. Sommersemester 1965. Ja, eine Zufallsbegegnung in der Schlange zur Immatrikulation. Aber zunächst mal an so einem Tag wie dem heutigen Mittwoch, das muss ich ja nicht extra erwähnen, an dem vor 100 Jahren, also vor einer für mich schon recht lange Zeit, in einer recht großen, weit zurückliegenden Vergangenheit, ein Mensch geboren ist, dem wir 48 Jahre später, nachdem er geboren war, begegnet sind. Man muss das als, schon mal als erstes plastisches Ereignis festhalten, was das heißt. Also eine solche Ausstellung, obwohl die ja 15 Wochen, ich bin immer da jetzt die letzten zwei Tage, vorbeigelaufen und gesehen, 15 Wochen ist ganz schön lang, ist das jetzt eine statische Angelegenheit? Und dann habe ich das gedacht, nee, eigentlich nicht, eigentlich ist das ein Prozess. Ja, und das war auch so. Ich habe hier an der Ausstellung auch ein paar Dinge im Laufe der Zeit verändert, neu hinzugestellt und dann auch etwas nach oben gerichtet, aufgehängt, damit das, was unten ist, an den Seiten ist, aber auch von oben eine, wie soll ich sagen, eine Sicht mit hat. Ja? Und das ist etwas Räumliches, wo ich, sagen wir mal, mit dem Ganzen dann auch vorläufig erstmal fertig bin, wobei dieses Fertigsein immer was Unfertiges natürlich an sich hat. Ja? Also es muss weitergehen und sich weiterentwickeln. Und das ist ja hier diese wunderbare Gelegenheit mit unserem lieben Manuel, der uns das alles zur Verfügung gestellt hat, dass man das an diesem Ort hier so tun kann. Und das Schreckliche am Malen ist ja, wenn man schon malt, die weiße Leinwand. Es ist so unabänderlich, schrecklich und du stehst vor einem Nichts.
Und das muss sofort geändert werden. Also das ist dann die Aufforderung dieser weißen Fläche an mich. Da muss was passieren. Entweder trittst du drauf oder du schneidest rein oder du kippst da was Farbe drauf. Und wenn das passiert und die Materialien sozusagen im Zusammenhang mit diesem vorher nichtigen Grund zusammenkommen, dann, ja, wie soll ich sagen, dann zieht mich das auch in die... dass du das als räumliche, man könnte sagen, es ist ja in diesem Sinne eine Rauminstallation, ja? Und das hat auch seine Berechtigung dadurch, dass diese Verschiedenheiten da sind. Und es ist auch dieses Element der Bewegung schon drin, obwohl man jetzt nicht immer die Bilder umhängen muss, das muss ja gar nicht sein. Ja? Sondern man kann das ja, das Element der Bewegung auch so verstehen, dass wenn da ein Ich hereinkommt, das Ich Erlebnisse hat und beim nächsten Mal hat dieses Ich, Mann, Frau, ganz andere Erlebnisse. Das gehört ja auch dazu. Es ist dieser Begriff, der ja von Beuys herkommt, ein ganz anderer, der bringt es viel mehr auf den Punkt, der plastische Raum, etwas, was noch bildsam ist. Ja. Ich habe immer einen kleinen Notizblock in der Tasche gehabt und da habe ich immer etwas gezeichnet, egal was mir vor die Flinte kam. Und wenn es nur eine Vogelfeder oder was weiß ich, an der Zigarettenkippe oder sonst etwas war, immer ein bisschen in Bewegung kommen. Und jetzt wäre meine Frage, sind das immer Gelegenheiten, die aus der sichtbaren Welt kommen, oder gibt es eigentlich auch noch andere Antriebe? Ich bin ein Mensch, der auch die Sprache besonders liebt. Und wenn ich, sagen wir mal, das können so banale Gespräche sein oder auch eine Rundfunksendung oder ein Fernsehfilm, oder dann kommen auf einmal fallende Worte, aber dann zündet das bei mir, dieses Wort greife ich auf und versuche da etwas aus meinem, wie soll ich sagen, Leben heraus hineinzutun. Und dann nenne ich das Ganze am Schluss, wenn es dann fertig geworden ist, ich mag das Wort Gedicht nicht so sehr, weil das erinnert immer an Goethe und Schiller und sowas, ich nenne es Wortgebilde oder Wortbilder. Ja, und dann gehe ich mit der Sprache so um, dass ich in einen Sprachrhythmus dabei kommen kann, wo dann die Worte sich mit diesen Dingen, die mich bewegen, dann in Zusammenhang bringen. Ja? Also das kann auch ein Anfang von einem klassischen Gedicht sein, zum Beispiel Hölderlin, die Linien des Lebens sind verschieden. Dann habe ich diese Zeile aufgegriffen und habe die zusammengebracht, zum Beispiel mit der Ausstellung, die ich im Moment mache, Sein und Schein, da könnte man ja auch nochmal gleich drüber reden, und habe da nur gesagt, dass dieses Sein und Schein zwei Wege sind, zwei verschiedene Wege. Und ich liebe beide, habe ich dann gesagt, weil sie so gleich sind und so ähnlich sind und zusammengehören. Das hatte ich dann in so einem Wortbild zusammengefasst, ja, also wo mich dann dieses Sein und Schein erlebt, was auch in irgendeinem Zusammenhang auf einmal auftauchte. Ja, das ist, man müsste mal noch sagen, was ist denn Sein, was ist Schein, ist das der Anschein, ist das der wirkliche Schein, ist es der Glanz oder ist es die Erscheinung, was auch immer, ja. Also was da auch mit dieser Tätigkeit, der sogenannten künstlerischen Tätigkeit, die auf einen zukommt, möchte ich fast sagen, wobei man selber ja auch dem begegnen muss, also das ist ein Zwiegespräch, in dem das sozusagen, ich finde, unser Lehrer hat ja dann immer gesagt, Sender, Empfänger. Empfänger. Ne? Ja. Und dann die Verbindung, das Bewegungselement, ja, oder wie auch immer. Ja. Also das ist einfach ausgesprochen eigentlich dieser Vorgang, in dem man sich da als Mensch befindet. Schein und was ist Sein? Ja?
denn äußerlich gesehen ist das ja jetzt ein Sein, ja, über die 15 Wochen. Das ist ja manifest. Hier ist das da, das ist Sein. Wie siehst du das nochmal? Du hast ja jetzt auch vielfältige Erfahrungen sicherlich mit dieser Polarität, von der du sagst, das kann man ja wunderschön auch da nachlesen. Sein und Schein, du liebst beides. Ja? Du trennst es nicht, sondern du liebst beides, nimmst beides ein. Und dann ist natürlich die Frage, was hat er für eine Präsenz? Ja, bei den skulpturalen Dingen, über die wir jetzt wenig gesprochen haben, aber die ja auch eine große Rolle bei dir spielen, ist es ja so, dass die immer präsent sind. Die Malerei ist auch präsent. Wenn man sagt immer, Malerei, hat man früher gesagt, Malerei ist eine Illusion, aber das stimmt ja gar nicht. Malerei ist etwas, was ja immer präsent bleibt auch. Ja? Ja. Beim Wortbild ist es schon wieder ganz anders. Ja? Da verschwindet der Klang. Und ja, du kannst sie nur wieder durchs Sprechen vorbringen. Und es gibt ja auch Luftbilder. Das heißt also, wenn du zum Beispiel keinen Zeichenblock, kein Bleistift oder irgendwas dabei hast, kannst du auch in der Luft zeichnen. Ja, mit deinen Händen. Die Zeichnung ist trotzdem geschehen. Auch wenn sie dann nicht mehr, nicht mehr sichtbar ist. Ja. Das ist eine bewusste Aufgreifen von etwas, was dir da begegnet. Ja, indem du das nachvollziehst, mitvollziehst, vorvollziehst, nach. Ja? Aber das ist ja gerade ein hochinteressanter Gesichtspunkt, wenn man diese Zeichnung, die du da gerade beschrieben hast, nicht mehr sieht. Sie ist gar nicht da und trotzdem gibt es eine Spur von dieser Zeichnung. Ja. Ja? Und das ist was ungeheuer Interessantes, weil die Spur ist ja in mir. Ja. Und die bleibt auch. Insofern ist die auch präsent. Ja, man könnte von dieser über unsichtbare Malerei auch sprechen. Das Erscheinen lassen in mir selber. Ja. Wobei es dann mit dem Besucher, mit dem Rezipienten ein bisschen schwierig wird, ob er in diese Sphäre kommt, die du dann durchaus erreicht hast. Ja, ich meine, da gibt es ja immer auch unseren Lehrer, der an vielen Stellen dann seine Dinge gemacht hat und auch so etwas da aufgetreten ist. Und dann wird das dokumentiert. Und okay, dann hat man ein gewisses Abbild davon, aber man muss das so nicht unbedingt haben. Also das ist trotzdem da. Ja. Weil sie eben zusammengehören. So empfinde ich das jedenfalls. Und das Schein, da denkt man ja, sein Schein, ja gut, es ist ein Anschein, ein Trugschein oder was auch immer, aber für mich ist dieser Schein immer auch ein Glanz, ein Licht, ein, was auf dieses Sein sozusagen, dieses Sein beleuchtet. Ja, also du sprachst von einer geistigen Dimension und ich denke, alles, was wir hier, was mit der wirklichen Kunst zu tun hat, das muss etwas sein, was aus dem Geistigen heraus gespeist wird. Und aus dem eigenen Inneren, also aus dem Herzen, würde ich sagen, aus dem Element, wo wir unsere Empfindungen haben. Aber gespeist muss es durch etwas werden, was sozusagen diese Empfindung erhebt. Das war dann jetzt ein etwas hilfloser Bemühen da mit den Schiffen, das mal da so an die Decke zu hängen, wo, sagen wir mal, dieser Schein vielleicht von oben ein bisschen herunterkommt. Aber ich will noch mal zurück auf die Installation überhaupt, oder was es denn hier nun ist. Ich habe ja angefangen, in einer anderen Ausstellung schon mal eine Fläche auf dem Boden auszulegen und da das Motto einer Ausstellung, die ich mit einigen Kollegen gemacht habe, darauf zu schreiben. Die hieß damals, ab morgen wird alles anders und alles sollte anders werden, was ich dann da drauf geschrieben habe. Und dann mussten die Leute drüber gehen und alle drückten sich drumherum, einschließlich der Oberbürgermeister, der da zu Gast war. Ich sage, Herr Geisel, die müssen hier rübergehen, denn die Ausstellung erfordert, dass man da bewusst auf die Dinge sich einlässt und sie betritt. Und diesen Abdruck, den sie da hinterlassen, den man vielleicht gar nicht mehr sieht, der ist geschehen. Das ist ein Sein, wenn man so will.
Ja? Und das war auch soweit in Ordnung. Und hier wollte ich das in irgendeiner anderen Weise fortsetzen und habe da diese Bahnen ausgelegt, habe da ein Gedicht drauf geschrieben von Rilke, sein Blick, also der Panther, sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe und so weiter. Und dieses, überhaupt dieses Gedicht dahin zu schreiben, hat mich von einer Zeitungsnotiz bewegt, weil ich im Herbst in den Corona-Zeiten erfahren habe von einer Dichterin, die jeden Nachmittag sich auf den Balkon ihrer Wohnung gesetzt hat und dieses Gedicht ganz laut mehrere Stunden lang immer wieder zitiert hat. Und das hat mich so berührt, dass ich dachte, Mensch, dann mach doch das auch mal. Und dann habe ich das da drauf geschrieben. Ja, hat auch einen halben Tag gedauert, bis ich das alles fertig geschrieben habe. Vieles ist jetzt verdeckt worden durch diese Farbe, die ich da ausgeschüttet habe, zum Teil verteilt habe mit Pinseln, Händen und Schiebern und so etwas. Und es ist sozusagen ein Grund, auf dem das Ganze vielleicht ein bisschen steht. Ja? Ich glaube, das ist doch auch ein wesentlicher Gesichtspunkt, dass durch das, was du da machst, im Prozess bist, sozusagen für den, der dem gegenübertritt, der erlebt ja erstmal selber einen Endzustand, der erlebt ja gar nicht den Prozess, sondern wie du vorher eingangs beschrieben hast, wenn er reinkommt, dass er von dir auf etwas aufmerksam geworden ist. Ja? Und was ist sozusagen das Anliegen auch dann, wenn er, wenn man dann nochmal den Punkt aufgreift, reingeht in die Malerei, reingeht in dein Atelier, was könnte mit ihm sein? Ja. Was wäre da ein Wunsch von dir? Oder eine Absicht? Könnte ja auch sein. Ein Wunsch wäre, dass er alle seine Vorurteile, wie eine Garderobe, die er anhat, oder wie ein Mantel, den er anhat, den bitte an der Garderobe aufhängt und ziemlich unbedarft und frei den Raum betreten kann, sodass die Dinge wirklich mit ihm, zu ihm sprechen können. Ich helfe dann natürlich manchmal dabei und erzähle dann auch schon mal etwas zu einem Bild, wie es zum Beispiel entstanden ist, wie es auf mich zugekommen ist, was mich da überhaupt dran bewegt hat. Ja? Und dann erleben doch manche Menschen dabei, dass das Ganze nichts Totes unbedingt ist, so ein abgelegtes, fertiges Bild, ja, wo man eine Idee hat und dann geht man der nach. Nein, sowas kann ich ja nun fast gar nicht. Es sei denn, ich bin mit der Natur zusammen. Ja. Bin in der Natur und vollziehe sozusagen die Formen der Natur im immer wiederum Aktzeichnen, Porträtzeichnen, Blattzeichnen, Apfelzeichnen, Baumzeichnen, das irgendwo mit, ja, indem ich mir ganz klar mache, so sieht das aus und ich mache mir das bewusst, habe ich es richtig gesehen? Das ist ja eine Kontrolle, das Zeichnen nur, in dem Fall. Muss ja gar keine Kunst im weiteren Sinne sein. Ja? Ja. Und das ist eine Schulung, eine Sehschulung, die immer wieder stattfinden muss, ja, ne, für einen, der so etwas hier macht, weil sonst wird das alles beliebig. Wie siehst du eigentlich deinen Auftrag dann als einer, der mit diesen Materialien umgeht? Für den, der das nicht macht, was willst du ihm da vermitteln? Also jetzt vor ein paar Tagen war diese Ausstellung hier mit der Gerresheimer Kunstmeile, ja, wo wir an verschiedenen Orten ausstellen konnten, unter anderem auch in Geschäften. Da hat mich eine, das war bei einem Friseur, da konnten wir ein paar Bilder unterbringen, da hat mich die Friseurin gesagt, oder Friseuse, wie es heißt, ich habe auch zeichnen versucht, aber ich habe es dann ganz schnell aufgegeben. Und da habe ich gefragt, warum denn? Ja, das war nicht so schön, das war nicht so fertig. Ich sage, das ist der Punkt. Da kommt es gar nicht drauf an.
man muss einfach dieses aus sich heraus frei lassen. Und wenn das nicht schön ist, dann ist das der Anfang der Schönheit. Die kommt dann. Man darf nicht aufhören und nicht nachlassen, sondern man muss dem weitergehen und folgen und nicht sagen, das ist ja nur Kinderspielerei oder so etwas. Ne? Aber Kinder spielen ja viel ernsthafter. Ja. Ne? Ja. Und wenn man reinkommt, dann hat man ja diese drei Stufen da sozusagen zu betreten, wo eine blaue, eine rote Farbe und schwarze Asche sich befinden und dass man in dieses feuchte Gebiet eintreten muss und diese Spuren, diese Fußspuren dann sichtbar auch hinterlassen muss. Deswegen ist das hier alles so ein bisschen schmuddelig, aber die Schmuddeligkeit ist sozusagen auch ein gewisser Glanz, der da stattfindet, auch wenn er verdeckt ist. Ja, aber so weit würde ich schon gehen. Müsstest du mich ja aber weiter. Ja, der Glanz kommt zum Tragen, wenn man abends gegen, was weiß ich, 11 und so, wenn keiner schaut und man läuft da vorbei und dann im Moment aufmerksam ist, weil das Licht noch an ist, dann kommt der Glanz sehr wohl zum Vorschein. Und dieses, was du sagtest, mit dem Spuren hinterlassen, das ist ja eigentlich ein Bild für uns, was wir auf der Erde tun. Wir hinterlassen dauernd Spuren. Natürlich nicht nur solche banalen, ja, und Spuren, die in verschiedenen Seinsbereichen sind. Ja, man könnte sagen, Spuren, die es materieller Art sind. Mancher baut ein Haus, eine deutliche Spur, die sind dann ein paar hundert Jahre da. Ja. Oder mancher schreibt ein Gedicht. Oder sie machen Musik. Ja. Sie haben eine Spur hinterlassen. Sie haben den Raum auch verändert. Ja. Und das gehört dazu. Ja. Er hat eine andere, ja, wie soll man sagen, eine andere Atmosphäre dadurch, dass das getan worden ist. Ja. Und das ist so etwas Entscheidendes. So in dieser äußerlichen Weise, dann sind die ja nah beisammen. Ja. Aber Uwe, wie ist das für dich gerade, wenn man auf das Prozessuale eingeht? Dieses, ja, du hast da diese Leinwand und irgendwann war die mal leer. Der ist auf dem reichlich getan worden, ja, mit Händen, Füßen, Lappen, Pinsel natürlich auch und die Geräte, die mir so in die Hände fielen. Ja? Und man sieht noch Fingerspuren da und das, ich muss das auch immer fühlen. Ja, ja, das ist also, ich muss auch alles immer fühlen. Ja. Ja, also das ist ja nicht mit dem Pinsel, der Pinsel schafft ja immer einen Abstand zu der Fläche, auf der man da agiert. Ja? Aber der Pinsel ist manchmal auch ganz schön, weil er ja auch was Zärtliches tun kann und so weiter. Ja? Sowieso nie, weil ein Bild fertig ist. Ich habe dann einfach, ich würde nicht sagen, die Nase voll von diesem Bild, sondern ich merke, ich muss jetzt mal aufhören und es so sein lassen, wie es ist. Und dann kommt natürlich immer wieder Stellen, wo ich sage, da musst du, ja, da musst du nochmal ran, da gehst du nochmal ran und ja, also das ist aber dann so etwas wie, als wenn da jemand dann noch mal etwas von mir verlangt. Ja, da fordert noch etwas. Ja, das ist noch nicht fertig oder du musst da noch was tun. Ja, also so erlebe ich das immer wieder, dass die Bilder einem auch immer etwas zurufen. Also mir, der ich dieses Bild mache, und dem, der das anschaut, der ich auch bin, ich bin ja auch einer, der sich das anschaut. Und dann erlebe ich natürlich immer auch diese Distanz, die ich dann herstelle. Und dann zeigt sich aber immer wieder auch etwas von dem, was da irgendwo als ein, ich sag mal so ein blödes Wort, ein geheimnisvolles Wesen da drin steckt oder auf mich zukommt. Ja? Zwei von diesen Bildern, die da hängen, die sind sozusagen
nach anwesendem Wesen gemacht. Rechts da oben, das bin ich dann selber ein bisschen. Und da links unten, das ist meine mittlere Enkeltochter, wo ich, das sind zwei Mädchen und ein Junge. Und diese beiden Mädchen, und sie ist eins davon, habe ich gesagt, so, ich muss euch jetzt endlich mal malen. Und dann habe ich die ins Badezimmer gesetzt, dann saßen die nebeneinander. Und dann habe ich einfach angefangen, etwas zu machen. Und dann irgendwann hatten die Nase voll und dann war es so weit, wie es gekommen ist. Der Vorgang ist ja dann immer so, dass man so eine Fläche sich erstmal klar machen muss. Ja, man begrenzt die auch, die Größe. Und ich habe die Möglichkeit, das auch an die Wand zu heften. Und dort dann dran zu arbeiten, aber das ist ja nicht das Einzige, sondern die Dinge gehören manchmal auch auf den Boden, dass ich darauf auch treten kann, sie betreten kann und mit den Händen, Bückungs und Füßen auch da drin die ganze Farbe so verteile, dass ich erstmal diesen Schrecken der weißen Leinwand erstmal hinter mir lasse. Und wenn dann etwas geschehen ist, dann zieht es einen, oder mich jedenfalls, in dieses Geschehen so hinein, dass es weitergeht und fast gar nicht mehr aufhört, von mir zu verlangen, dass ich weitermache. Und ja, also die Zeit und Raum verschwinden fast. Und das Betreten dieses neuen Raumes, ja, aus dem heraus ich scheinbar, muss ich sagen, scheinbar da etwas tue, denn das bin gar nicht nur ich alleine, denn die ganzen Materialien helfen mir ja in jeder Weise daran mit und es kommt etwas auf einen zu und dann kann es sein, dass es ein wunderschönes Bild auf einmal ist. Und in dem Moment läuten bei mir alle Alarmglocken, weil dieser schöne Schein, der ist so trügerisch, dass ich den zerstören muss. Ich muss also dann etwas tun, was das wieder wegmacht oder was es, sagen wir mal, überdeckt oder wenigstens teilweise etwas zudeckt, dass das, was da zugedeckt wird, ganz neu in Erscheinung tritt. Ja, es ist ja ein schwieriges Thema heute eigentlich. Was ist Schönheit? Ja, Dürer hat ja noch gesagt, was Schönheit ist, das weiß ich nicht. Genau. Ja, und er hat sein ganzes Leben drum gerungen. Ja. Wenn das Schönheit in Erscheinung tritt. Ja. Weil diese Art des Porträtierens ist ja der, dass ich da zwar schon auf Proportionen dann achte, aber ich merke dann, wenn ich da mit dem Bügel meistens dann arbeite, dass da eine ganz andere Dimension auf einmal auftaucht, sodass ich sozusagen die Realität vergesse und das, was aus dem Menschen mir entgegenkommt, auch wenn er mir schon vertraut ist, aber immer wieder auch etwas Neues herausscheint und das dann sozusagen da in diesen, auch nur sagen, Andeutungen oder wie auch immer das dann zum Schein kommt. Sein Innenbild, ja, von diesem Menschen, den du ja wahrgenommen hast, ein inneres Bild, und jetzt prüft man sozusagen beides, ach, äußeres Bild, inneres Bild, oder trifft es das irgendwie? Ja, aber das ist ein Vorgang, der geschieht intuitiv. Da habe ich also, wie soll ich sagen, das mache ich mir gar nicht dabei bewusst, aber ich merke, sagen wir mal, wie ein Anschein von Bewusstheit schon da drin liegt. Ne? Diese Tag- und Nachtübung, ja, das ist ja etwas, was jeder Mensch tun kann. Und werde ich konfrontiert.
notiert mit so ein paar Strichen. Wie ist das eigentlich, Uwe, mit der, das tauchen ja dann manchmal, ja, fast wie, man könnte es als Titel interpretieren, man muss es aber nicht als Titel interpretieren, aber es taucht etwas Geschriebenes auf. Während es zustande, kommt das hinterher zustande, kommt es gleichzeitig zustande? Also meistens ist das etwas, was in diesen Tag- und Nachtübungen, die habe ich übrigens immer kurz vorm Schlafengehen, kurz vor 12 oder kurz nach 12 gemacht, wo ich schon halb am Schlafen war, der Pinsel führte mich, die Tusche, der Farbe, die Farbe, ich war schon sozusagen gar nicht mehr Herr meines Tuns, aber immer wieder kommt man ja dann doch darauf zurück. Und es sind Dinge, die einen den Tag über bewegt haben. Das habe ich dabei immer wieder gemerkt. Und diese Titel, die kommen natürlich dann aus einem, wie soll ich sagen, sie fliegen mir dann manchmal zu, aber sie sind Worte, die hintergründig oder vordergründig manchmal auch direkt mit diesem Malvorgang was zu tun haben. Scheinbar aber losgelöst existieren, als wenn sozusagen da eine Stimme spricht, mit der ich neben diesen Bildern was zu tun habe, aber sie fügen sich dann in diesen Malvorgang oder in dieser Bezeichnung dieses Schreibens. Durchaus. Wobei natürlich diese Worte manchmal weit hergeholt scheinen. Auf manchen Sachen ist mir ein Buchtitel in Erinnerung, was ich als Kind mal gelesen habe, so ein Wikingerbuch. Und dann kommt natürlich dann bei so einem Wikinger-Schiff dann, was da irgendwo mit einer Rolle spielt, dann dieser Titel dieses Buches, und der hieß Zur Ra fuhr auf ein roter Schild. Das war mich als Kind so faszinierend. Ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass ich diese Worte, die dort draufstehen, überhaupt kenne. Ja? Und gleichzeitig könnte das Bild ja etwas bewirken, dass ich auch, ja, wenn ich gar keine Erlebnisse habe, vielleicht erlebe ich dann gar nichts. Ja? Muss schon vielleicht was mitbringen auch, ja? Um in diese Bilderwelt eintauchen zu können. Beziehung zu Sprachen hatte Gottes das ja auch mal eigentlich als Beruf oder als Ausbildung, bevor du zu Preuß gegangen bist, tun, nämlich dieses Germanistikstudium, diese Objekthaftigkeit. War dir das immer selbstverständlich, dass du sozusagen malerisch, plastisch arbeitest? Der erste Tag an der Akademie, wo ich bewusst den Raum betrat, als Student der Bildhauerei der freien Kunst. Monumentale Bildhauerei hieß die Professur von Beuys. So hieß der Lehrstuhl, ja genau. Monumentale Bildhauerei. Habe ich mir einen Platz gemacht, einen Tisch, auf dem ich anfing, kleine Gebilde aus Draht zu formen. Dreiecke, Würfel, Tetraeder, solche Formen, alle sozusagen durchzugehen. Ja? Und ein Relikt aus dieser Beschäftigung ist dann hier, sagen wir mal, dieses zusammengefallene, neu erstandene, ja, das habe ich beschrieben, aus Plastik aus meinen geometrischen Übungen. Also Geometrie, wie war das? Keiner darf hier durchgehen, der nicht einen Begriff von Geometrie hat. Ja. Meine ersten Tage da an der Akademie. Ja. Ja, und der Boss war in der Zeit, war irgendwie auf Reisen gewesen, kam dann zurück und ich hatte die schon gar nicht mehr im Bewusstsein, diese Figürchen. Und dann fragte er nur, wer hat das denn gemacht? Ja? Und das ist natürlich dann so eine Frage, wenn man die da hört, ja, und man stellt sich dann dazu, dass dann, sagen wir mal, diese Aufmerksamkeit, die dann der Lehrer so auf die Dinge dann hat, dann etwas ist, was einen Mut macht.
ja, da weiterzumachen, ja, das fortzuführen, ja, obwohl ich mich dann mehr der Malerei und Zeichnerei, ich hatte immer einen Block in der Tasche und habe da überall, wo ich war, die Dinge aufgezeichnet, manchmal mit Aquarellkasten, manchmal ohne, fertig und dann gibt es ja eine besondere Situation in der Klasse, wo ich mit diesem Zeichenblock mit ein paar Freunden ins Kino gegangen bin. Alles war dunkel, ich habe trotzdem gezeichnet und manchmal fiel das Licht da rein. Und dann war das so ein schmalziger Liebesfilm. Und dann kommt sich aber irgendwie noch ein Spruch, den da das Mädchen oder der Mann sagte, aufschreiben, was fragst du noch, ich liebe dich. Und dieses Blatt, den Boys gezeigt, also diesen Block mit den Blättern, der blätterte immer interessierter werden, ne, im Dunkeln zeichnen, das ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Und dann fragte einer auch so, was soll das Ganze, das ist doch nichts. Und dann dreht er das Blatt um und liest dann diesen Spruch laut vor, hör mal, da steht es doch, was fragst du noch, ich liebe dich. Ja, also das war natürlich ein Moment, wo der Boys dann diese Plastik sozusagen dann ausgemacht hatte, ja, mit meinen jämmerlichen Zeichen und Beschriftungen, ne? Aber war schon gut, daraufhin machte er mir ein paar kleine Zeichnungen, was mit dem Hören und mit dem Sehen zusammen.